Was geht denn hier und herzlich willkommen zu diesem Video, nämlich wieder ein Beat auf ein Sample aus der Community, also ein Sample von euch bauen werde. Wenn du mir auch Samples schicken willst, ist die E-Mail in der Beschreibung, ich höre mir alles an. Generell, ich brauche da auch so Off-Cam immer Beats drauf, also das ist die Mail, wo du mir einfach Samples schicken kannst, die ich dann auch an die Artists, mit denen ich so worke, rausschicken kann. Also maybe sind auch ein paar Placement Opportunities und shit, aber ich würde sagen, wir sehen uns direkt in FL Studio und verlieren gar keine Zeit. Da sind wir auch schon in FL Studio, ganz kurz vorweg. Immer noch Road to 500, let's hit that shit ASAP. Vielleicht haben wir es sogar schon, während ich das Video aufnehme, sind wir bei 481 oder so. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen später, deswegen, wenn wir es schon geschafft haben, vielen Dank. Wenn nicht, dann rein in die Masse, dass wir es bald schaffen. Der heutige Loop, beziehungsweise das heutige Sample, ist von Trevi. Wir sehen hier, ich zeige euch einmal, wie der klingt, 148 BPM, F Sharp Minor. Ja man, das ist auf jeden Fall der Loop. Wir cutten hier unten erstmal ab und dann denke ich mal so ein, zwei Semitones runter. Mal gucken, was cool klingt. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, das klingt noch ein bisschen cooler dann. Ja, ich probiere nochmal vier sogar. Ja man, ich glaube 4 ist cool. Dann machen wir ein paar Effekte, damit das Ganze noch ein bisschen cooler klingt. Just a little bit. Und das ist so ein Tipp, wenn ihr Samples geschickt bekommt, macht da nicht zu viele Effekte drauf, weil der Boy, der euch die Samples, oder das Girl natürlich auch, no Sexismus hier, der oder die, die euch die Samples geschickt hat, wusste wahrscheinlich schon, was er mit den Effekten getan hat. Also macht da einfach nicht zu viel. Das ist so ein Sample, als ich das gehört habe, ich hatte direkt schon ein Beat da drauf im Kopf und dann wusste ich, dass ich das auf jeden Fall picke. Boah, ich muss dringend meine neuen Drum Sounds hier mal reinladen. Das habe ich leider noch nicht getan, weil ich habe so eine nice neue Clap. By the way, das freut mich übel, dass ihr Bock auf so einen Drum Kit habt, weil es macht mir relativ viel Bock, immer diese Drum Sounds zu machen. Ich ziehe mir aber immer hier die aktuellen drauf, weil ich recorde ja gerade auf so einem Laptop. Eigentlich arbeite ich auf dem MacBook, aber da kann man noch nicht aufnehmen, ihr kennt die Story. Aber bald ziehe ich die auf jeden Fall rüber und dann habe ich die hier auch. Und dann, ein bisschen wird es noch dauern, aber maybe bald. Zeigt mir einfach weiterhin, dass ihr Bock drauf habt. Dann nehmen wir eine schöne, kurze, knackige 808. Ich glaube, ich pitche es actually wieder zwei Steps hoch, weil die 808 sonst ein bisschen kacke klingt. Wir machen noch ein bisschen Velocity in die Hi-Hat. Das könnte cool kommen bei dem Beat. Open head. Dann machen wir mal
ein paar Rolls, damit das Ganze noch ein bisschen cooler klingt. Die leeren Stellen haben wir natürlich klassischerweise, wie es die aktiven Zuschauer wissen, für die Reverse Hi-Hats freigelassen. Hier, wenn ihr Reverse Hi-Hats macht, guckt, wenn ihr Velocity in der Hi-Hat habt, dass ihr die auch hier anpasst, weil sonst könnte das komisch klingen. Das höre ich ab und zu in einigen Beats. Deswegen, keep the ride auf jeden Fall. Die ganze Zeit, ob ich eine Kick drauf packen soll. Maybe immer so auf die 1 oder so eine Kick. Yeah man, I guess that's it. Wir gehen zum Arrangement. Alright, dann hier das nach unten, zack, zack, zack. Und dann ziehen wir uns hier raus die Kick. Ey, du, ey, Hat. In die Hat natürlich die Reversed Hi-Hat mit reinmachen, ganz wichtig. Zack, zack, zack. So, 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 ah, so, Cut ist safe, dieser Cut, nice. Ich bin ziemlich sicher. Aber das hören wir uns später an. Wir gucken erstmal, wie der Drop klingt. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns kurz hier von dem Sample, hier hinten sind nämlich noch Samples dran, soweit ich weiß genau. Nehmen wir uns das hier und machen, das hatte ich schon mal in einem Video angesprochen, ich weiß nicht mehr genau wo, diesen Reverse Hall Trick. Also wir nehmen so einen langen Reverb, stellen den hier, zack, zack, weite Decay und dann gehen wir in Addison. Und ihr seht, das ist ein sehr schön langer Hall, den packen wir dann hier rein. Ganz wichtig, vergesst dann nicht den Reverb wieder auszustellen, sonst klingt es sehr muddy und komisch. Dann nehmen wir das hier, Normalize, Reverse, packen uns das hier kurz vor den Drop und dann klingt der Übergang nochmal wesentlich cooler. Like that. Natürlich ein bisschen laut und was ich euch auch empfehlen kann, tut hier dann immer noch ein bisschen Reverb drauf, dann klingt es noch ein bisschen cleaner. Oben schneiden wir ein bisschen was ab. Ich glaube, ich mache in die Hi-Hat noch ein bisschen mehr Velocity rein. Einfach, damit es noch ein bisschen bounciger klingt. Ich mache mal noch zwei runter, dann haben wir im Prinzip 4 Steps runter. By the way, das macht ihr, indem ihr Alt gedrückt haltet und mit dem Mausrad runter scrollt. Falls sich das jemand fragt. Nachher steht das wieder in den Kommentaren und ich habe es nicht gesagt. Yes, sir, hier machen wir diesen Cut rein und dann steht der Beat auch, würde ich sagen, sehr fire geworden. Shoutout Trabby auf jeden Fall. Er ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, obviously. Seine Socials, je nachdem, was er da haben möchte. Und ich würde sagen, das war der Beat von heute. Das war's auch schon mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Jeden Mittwoch, 17 Uhr, jeden Samstag, 15 Uhr. Ihr wisst es, Like, Kommentar, Abo, Like, bla bla bla. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein und ciao.